Hallihallo da draußen, einen wunderschönen guten Tag. Ich denke gerade an meinen Greenscreen und denke, ja, nein, heute nicht. Deswegen spielen wir We Are Football 2024. Ich habe den FM-Zocker-File auch schon besorgt und ich habe mir überlegt, ich werde aber, wie versprochen, mein File fortführen, weil ich es versprochen habe. Und nein, weil auch schon mit dem FM-Zocker-File mir das ganze Ding zweimal um die Ohren geflogen ist. Vielleicht liegt es auch an was anderem. Man weiß es nicht, deswegen werde ich das Spiel laden. Und ich habe es versprochen, wir spielen einfach weiter und ich lade das Stream-Game, so heißt das Ding. Hier habe ich einen Spielstand angefangen mit dem FC St. Gallen, seht ihr ja. Und hier spielen wir Rasant Lugano. Und ich werde eben, wie versprochen, Rasant Lugano weiterspielen. Einfach nur, um zu gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, oder ob da noch irgendwas passiert. Man weiß es nicht. So, Co-Trainer wechselt aus. Ich mache hier mal alles an, einfach mal um zu gucken, wie das ist. Haben wir ja alles schon gesagt gehabt. Ich denke mal, dass sich hier nicht viel verändert hat. Ich werde alle alten Leute rausschmeißen und mir neue Leute holen. Das haben wir, glaube ich, schon mal gesagt gehabt. Beziehungsweise ich muss mir neue, alte Leute holen. Ja, naja. Torwart. 3 Stück. Ist halt, ja, ist wie es ist. Ein 3-0er habe ich da noch. Ja. Links außen, schon lange nicht mehr gespielt. Rechts außen, Innenverteidiger, defensives Mittelfeld, links, rechts. Zentral, offensives Mittelfeld, links außen, rechts außen, hängende Spitze, Sturm. Ist eigentlich alles dabei. So alterstechnisch ist er hier der Älteste, gefolgt vom Innenverteidiger. Ja, aber wie gesagt, ja, es könnte so sein, dass ich wirklich mir ein paar holen muss, die einfach ein bisschen, ja, nicht gerade 35 sind, aber so 30, 29, 30 und dann mal guck, was da geht. Wir schauen einfach mal weiter. So, wir schicken einen Spieler. Wir werden... Wen schicken wir denn am besten? Wir schicken ihn hier. So. Das ist also, es geht genau da weiter, wenn ich das richtig gesehen habe, oder so kurz vorm Ende. Das heißt, das können wir eigentlich so lassen. Das heißt, im Dezember war ja Schluss gewesen und deswegen geht es jetzt dort auch weiter. So, wir haben mal kurz unser Netzwerk erweitert. Das ist gut. Tor des Monats Dezember. Ich glaube, das hatten wir schon mal gesehen. Lausanne war das, genau. Wiel, Genf, Sitten, Basel, Bern. Ja, alles dabei. So, die Trainingsergebnisse diese Woche. Man könnte mal sagen, gut, Abseitsfalle will ich ja nicht. Aber alles recht schlecht hier bei mir im Team. Die Frage ist, warum nur? So, zweite Mannschaft, Matthias Steinbacher hat einen Stufenaufstieg auf 3 Sterne bekommen. Rookie des Monats, Lamek Shirambadare, könnte es sein. Wäre schön, ich würde es ihm gönnen. Ja, er wird es auch werden. Bei dem anderen rührt sich gar nichts, beim Noah Bünger. Deswegen kriegen wir hier 63% plus 40% Stufenfortschritt. Der Mann ist sein Geld wert. So, jetzt gibt es dann den 1.1.2024. Unten steht dann noch der gute Börsenstart. Ja, nach 2 Jahren bei einem Verein sollten sie an die Börse gehen. Ja, sollte ich das. Mal gucken, ob sich das irgendwann auszahlt. In dieser Saison besonders gefordert worden. Gefordert oder gefördert? Gefördert, okay. Steht eigentlich überall hier schon dabei. Wir nehmen jetzt mal ihn hier. Spielen, machen wir Kader verbessern. Ich würde eher sagen, Spielerförderung. Großfeld passt. So, dann gucken wir doch noch mal hier rein. Hier hatte ich übrigens ohne Privatleben gespielt. Kann man mal machen.
So, aktuell haben Sie in der Aufstellung der ersten Mannschaft eine Schwäche auf der linken Seite, das weiß ich. Aktuell haben Sie in der ersten Mannschaft eine Schwäche auf der rechten Seite, cool. Deswegen gehen wir nämlich durch die Mitte. Sie haben viel zu wenig Trainingsplätze, ich habe viel zu wenig Geld. So, und Ihr Präsidium sieht Sie kritisch. Sie brauchen Erfolg. Das ist so. Ein Mitarbeiterjahresbonus muss im Januar ausgeschüttet werden. Okay. Also Linksschwäche, Rechtsschwäche. Und noch ein paar Verletzte. Wollen wir noch mit ihm reden? Können wir machen. 36 von 44, das ist okay. Ja, ich bräuchte Spieler. Ich brauche auch Budget. Ich brauche so viel. In der Vollversion habe ich gesehen, wenn man ein neues Spiel anfängt, kann man das Budget auch teilen. Dann hat man nämlich Transferbudget und das. Wie nennt man das? Das Clubbudget, das andere, womit man ja das Vereinsgelände ausbauen kann und einiges mehr machen kann, hat man dann getrennt. Finde ich auch noch ganz gut. Kann man aber im Nachhinein, glaube ich, gar nicht einstellen. So, zusätzliche Maustasten, Grafik, Sound, das sind alles die Einstellungen, die habt ihr sicherlich schon gesehen. So. Bin die mit euch ja durchgegangen. Das passt eigentlich. Alles. Spielladen speichern. Hier haben wir nochmal die Hilfe. Diesmal auch ja, befüllt mit Text. Feedback kann man geben. Auch sehr geil. Wie gesagt, aber das haben wir ja alles schon gesehen. So. Links eine Schwäche, rechts eine Schwäche. Aber kein Geld. Was haben wir denn an Budget hier? 41.000 Franken. Ja gut, dafür kriege ich halt nicht wirklich viel. Gibt es denn. Links, rechts, nicht wirklich. Nope, nope, nope. So, dann gucken wir nochmal hier. Vielleicht gibt es ja einen etwas älteren Spieler. So, Position. Muss ich gerade nochmal schauen. Was würde denn Sinn machen? Wir haben jetzt hier viele Haupt. Positionen, rechts außen, links außen. Also links außen wäre noch gut, offensiver Mittelfeldspieler wäre gut, kann er zwar auch. Lass uns mal nach dem offensiven Mittelfeldspieler gucken. So, Position, offensiver Mittelfeldspieler. Nebenposition ist mir egal, der Stern ist mir erstmal auch wurscht. Das auch, das auch, das auch. Er sollte auf alle Fälle ein Spieler ohne Vertrag sein. Ja, Spieler auf der Transferliste. Ihr seht, es gibt so gut wie nichts, kann das sein? Wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann gibt es ein paar. Ja, aber die sind alle zu teuer. Wie sieht es denn aus mit Linksaußen? Auch zu teuer. Kann ich mir nicht leisten. Das heißt, ich müsste erst welche loswerden. Oder mit einem Rechtsaußen. Ja, da komme ich nicht weit mit meinem Gehalt. Okay. Also mit meinem Gehalt sowieso nicht. Ich wollte hier noch ein paar Einstellungen machen, nämlich lasst uns mal hier schnell schauen. So, ich möchte hier auf Vorbeugen gehen überall, damit die Auslastungen nicht so hoch sind, dass da automatisch gleich was passiert. Statistiken sind schön. Da wird nicht viel passieren. Deswegen geht es gleich mal weiter. Hauptsponsor suchen, immer gut. Beziehungsweise nicht suchen, sondern ja, ihr wisst schon. Athletiktrainer, also es war die Einladung vom Hauptsponsor. Spielergespräch, Sprache lernen, Weiterbildung. 4 Stunden hätten wir noch Zeit. Sport treiben tun wir auch. Können wir ja nachher mal ein bisschen erhöhen. So, jetzt haben wir die Wochenplanung wieder. Fängt wieder an mit dem Ausdauerlauf. Irgendwann in der Mitte haben wir unseren. So, das passt. Wir sollten auch Kurz- und Rückraum mal trainieren bei den Ecken. Machen wir dann als nächstes.
Dann gucken wir nochmal 6 Tage bis zum Pflichtspiel, aber erst noch das Spielergespräch. Gute Besserung. Spielergespräche sind immer gut. So, Abteilungsleiter Anna Taube, Athletiktrainer. Die sieht mir doch ganz sympathisch aus. Die hat Fleiß von 7. Es gibt den Fleiß von 3, den Fleiß von 6, den Fleiß von 3 und den Fleiß von 10. Das ist der Raphael Euler, der hat einen Stern. Sie ist halt schon besser, ne? So, dann würde ich sagen, nehmen wir sie. Die Frau Taube ist jetzt unser Athletik. Ja, schön. Wir haben da den Termin gesehen mit dem Sponsor, auch toll. Und das war jetzt der Rückblick nochmal über die Woche. Ich arbeite hart, das mache ich immer. So, Vincent Hillmann kommt zu spät zum Training. Angeblich hat er die Bahn Verspätung. Kann ja mal passieren. Und dann geht's los. Zweite Liga in der Schweiz, Vaduz gegen Anchi, Thun gegen Chasso, dann Schaffhausen gegen Kriens, Neuenburg, Aarau, Wiel und rasant Lugano. Da sind wir ja. Wir sind momentan, ja, ich glaube, ich erwähne unseren Platz gar nicht erst. Das können wir so lassen. Wir machen das einfach mal so. Wir werden gegen Wiel, wenn wir neutral spielen. Ja, wir fangen wieder so an. Geht gar nicht anders. Gott, ich muss so viel machen. Ja, wir haben eine Schwäche, das ist mir bekannt. Ich kann gar nicht so viel durch die Mitte gehen, so schlecht wie ich bin. Ah, schön. Dann machen wir es doch so. Dann gehen wir über rechts. Dann haben wir nur minus 1,8. Das ist doch schön. Machen wir das mal so. Ach ja, schön. Das kommt nochmal alles raus. Das passt auch. Gibt es hier irgendwas Grottenschlechtes? Nein, gibt es nicht. So, ja, ich bin wütend. Ich bin wütend. Aber das wird mir hier nicht viel helfen. Schwierig. Eigentlich macht das am meisten Sinn. Komm, und ihr kriegt auch einen Tag frei. Nein, kriegen sie nicht. Dafür müssen sie was leisten. Schauen wir mal. So. Allez Lugano, schreien die Fans. Ist schon mal gut. Und dann geht's los. 5 Minuten rum, 8, 10, 13, 15. Wiel greift an. Ja, sicher gefangen von Henri Güm. Nochmal Wiel. Ich glaube ja auch, dass mich der Verein rausschmeißen wird. Dann könnten wir mit der FM-Zocker-Datenbank anfangen. Aber ja, rasant Lugano ist jetzt hinten. Nicht gut, aber was willst du machen? Jetzt gibt es einen Angriff von unserer Mannschaft. Raphael Wurm läuft einfach mal nach vorne, gibt den Pass auf Samadi und der versucht das Ding einfach mal, ja, ins linke Eck zu setzen, aber ins linke Eck des Stadions. Und Wiel wieder im Angriff. Schöner Ball und dann ist das Ding drin. Leider für die falsche Mannschaft. Leano Haupt. Der Wahnsinn. 2 zu 0 für Wiel. Tja, es ist schwierig, so zu agieren, dass man da gewinnt. Schön. Aber ja, hey, es soll ja was bringen. So. Ja, können wir was tun? Ja, tun können wir immer was. So, ich kann keine extra Motivation bringen, machen, tun. Die Noten sind durchwachsen, aber schon okay. So, was könnten wir denn machen? Ich habe ihn hier mit einer Form. Der könnte im rechten Mittelfeld spielen, ist halt total schlecht im rechten Mittelfeld. Schwierig. Wir gehen jetzt mal auf Angriffsfußball mit kurzen Pässen. So. Und werden einfach mal gucken, was
passiert. Es gibt eine gelbe Karte für Evan Sperlich. Noch eine für Sammy Weinhold. So, es muss was passieren. Taktisch gesehen gehen wir jetzt auf sehr offensiv. So, jetzt gehen wir über die Mitte. Egal was da kommt, werden vermeidet Fouls vom Strafraum. Das ist auch eine gute Idee. Dann, was können wir noch machen? Wir könnten mal schauen. Das ist halt alles nicht so das Rosige vom Ei. Ha? Wir bringen Seufert für ihn hier. Wir können hübsch bringen. Hübsch, 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 hübsch. Ah, ist das schon schwierig, ne? Also wie gesagt, die sind alle nix. Das ist, ja. Ach ja, schön. Manchmal kann ich sogar Trainer verstehen, wenn sie sagen, das geht halt nicht anders. So, rechtes Mittelfeld, bisschen nach vorne gezogen. Ja, er muss kommen, geht gar nicht anders. So, weiter geht's. 15 Minuten noch. Fans schreien. Wiel wieder im Angriff. Kurzer Pass. Ja, da stehen zwei Leute von mir und er läuft einfach durch. Und ja, Henri hat ihn gefangen. Sehr schön. So, jetzt aber, komm, St. Gallen. Wie wär's mal mit einem Angriff? Nicht immer nur Wiel. Ich sage immer St. Gallen. Nein, natürlich Lugano. St. Gallen werden wir irgendwann mal wieder spielen. Also Lugano, aufpassen. Was machen? Boah, da war schön von Henri gehalten. Ja, das wird nichts, das wird nichts, das wird nichts. Mit Spielern dieses Kalibers holen wir keinen Blumentopf. Aber da hat Shiram Badare einfach mal kurz aufgepasst. Und dann ist das Spiel aus. Wir verlieren 2:0 auswärts. Sind immer noch Letzter. Haben nur zwei Unentschieden gespielt. Ja, da wird es bald eine Krisensitzung geben, würde ich sagen. So, Vertragsangebot. Os. Nein. Will ich das? Nein, nicht wirklich. Allgemein. Da gehe ich doch nicht hin, oder? Niemals. Ich bleibe schon noch hier, bis ich rausgeschmissen werde. Und dann fange ich ein neues Spiel an. So, Kamara Gras steigt auf Stern 3. Und dann spielen wir gegen Schaffhausen, den Tabellenzweiten. So, ihre Mitarbeiter geben Terminen zu dem Thema in dieser Woche eine erhöhte Priorität. Das wäre schön. Individuelle Fähigkeiten? Nein, wir gehen auf Standards, hätte ich gesagt. So, und dann gucken wir mal. Wir gucken einfach mal. So, ich muss einfach was tun. Wir werden ihn hier auf die Transferliste setzen, verkaufen. Wir werden, links außen werden wir zwei haben. Das ist okay. Ihn hier könnte ich noch verkaufen, will ich aber irgendwie nicht. Innenverteidiger, ihn hier. Ich werde ihn verkaufen. Nein, werde ich nicht. Ich weiß nicht. Ja. Er ist halt der Beste. Ne? Er ist halt 34. Komm, ich verkaufe ihn. Und schaue, dass ich später noch was anderes bekomme. Linkes Mittelfeld, defensives rechtes Mittelfeld, zentrales Mittelfeld könnten wir auch noch den hier loswerden. So, rigoros einfach mal alles raushauen. So, der ist schon auf der Transferliste. Deswegen, ich dachte mir gerade, wo ist denn der Knopf? So, offensiv, links außen, rechts außen, hängende Spitze, Sturm. Die sind ja eigentlich alles, ja, was soll ich dazu sagen? Weg damit. Verkaufen. So, die sind jetzt alle auf der Liste vorne. Wir haben, ihr seht es ja hier, viel zu wenig Budget verfügbar. Wir werden wohl oder übel demnächst gehen müssen. Beteiligungen, ja.
Schön. Fans allgemein, das habe ich ja alles damals schon eingestellt, das passt. Budgetänderungen wären schön. Dreiundsechzig Prozent ist halt, ja, ist gar nicht mal so schlecht. Ist immer noch über die Hälfte. Ah, schön. So. Das haben wir ja alles übergeben. Das passt eigentlich auch alles. Ach ja. Auch hier scheint es langsam wieder hinzukommen. Reisen und Sportliches, Events, das ist alles auch okay. Ich möchte kein Trainingslager, Turnier oder sonstiges. Ich will einfach mal ein Spiel gewinnen. Das wäre schön. Ja, klicken wir mal auf Weiter. Sichtungstag kommt immer gut. Den machen wir aber am Donnerstag. Weiterbildung und Sprache. Am Dienstag Spielermarkt sondieren am Mittwoch. Ja, und Sport treiben tun wir am Freitag. Schön, haben wir 44 schon wieder verplant. So, wir werden das alles so machen. Werden hier einfach mal das Ding rausnehmen, nichts tun. Ich bin immer überlegen. Fangen wir mal hier mit an. Ausdauerlauf und los geht's. Mein Berater meldet sich. Okay. Ich arbeite hart und erhalte wieder einen Managerpunkt. Ist das nicht schön? So, Sie können jetzt am Sichtungstag Jugendspieler für den Jugendkader verpflichten. Treffen Sie also eine gute Wahl. Je länger der Tag dauert, desto mehr wissen Sie über die Kandidaten. Ja, 2,8, 1,9, das ist jetzt nicht wirklich viel. Kann man auch mal hochgehen? Wahrscheinlich schon. Das sollte man. Oder hat sich jetzt gerade hier was aufgehängt? Könnte auch sein. Ich kann nämlich nichts mehr klicken. Ja, und wenn das passiert, dann hängt sich immer was auf. Das heißt, ich bin dann gleich nochmal da. Und zwar jetzt. So, es ist nämlich noch Pause, wie ich das gerade hier sehe. Macht überhaupt keinen Sinn. Aber ist okay. Haben wir einfach mal den Sichtungstag ausgelassen. Toll. Das sind so Sachen, die passieren einfach mal, wenn das Ding sich aufhängt. Liegt aber nicht am Spiel, liegt eher an meiner virtuellen Windows-Maschine. So, das sind die Ereignisse der aktuellen Woche. Wir sind jetzt hier in Schaffhausen. Das ist 189 Kilometer weg von Lugano. Ja, sieht einfach nur schlecht aus. Ah, wie soll's denn da gewinnen? Gut, Schaffhausen ist halt Zweiter, ne? Das heißt, hier musst du eigentlich defensiv spielen. Ja, das ist schon okay, was er macht. Das ist schon okay. So, Spiel zerstören, ja. Aber dann mehr bitte sehr defensiv. Bus vor dem Tor parken wäre halt auch geil, aber wir spielen das. Das können wir gut. Auch das können wir so lassen. Ja, es geht einfach direkt weiter. Direkter Teamvergleich. Mit unserer Spezialtaktik könnte das was werden. Ich bin gespannt, ich glaube es aber nicht. Schaffhausen gegen Rasant Lugano. Schaffhausen greift gleich schon mal an. Schon wieder aufgehängt, kann das sein? Ich höre was, aber ich sehe nichts. Manchmal ist es nicht ganz so einfach, aber ja. Ihr kriegt das gar nicht mit, wenn sich bei mir hier mal kurz was nicht tut. So, Torben Schlegel mit der gelben Karte. Da ist Pause. Immerhin 0 zu 0. Das ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Das ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Da spielen wir doch direkt weiter. Hopp, Schaffhausen
Alle Lugano und dann gibt es den Freistoß für Schaffhausen. Der Finkbeiner in die Mitte und dann knapp über das Tor Torben Schlegel. 53. Minute rum. 70. Minute, wir haben gewechselt. Hopp Schaffhausen. Beziehungsweise unser Co-Trainer hat gewechselt. So, wir greifen mal an. Arnaud Colin mit dem direkten Schuss und er macht ein Tor. Es ist nicht zu glauben, dass Rasant Lugano Tore schießen kann. Wahnsinn. 10 Minuten noch. Es gibt die rote Karte für unseren Torschützen wegen einem groben Foulspiel. Er will das Ding wohl gewinnen. Kann das sein? Ja, das kann sein. So, was werden wir hier tun? Das ist eine gute Frage. Da kannst du gar nicht viel tun. Das soll der Co-Trainer machen. So, Schaffhausen greift an. Wird wohl ein 1 zu 1 werden. Ja. Gérard Fernet mit dem 1 zu 1. Das schmerzt ganz schön. Er zeigt seinen Fans deutlich, wer das Tor gemacht hat. Ja. Darfst du auch. Und da ist Schaffhausen nochmal im Angriff. Vielleicht verlieren wir das sogar. Uff. Latte und dann Boden. Okay. Latte Boden ist auch ein bisschen, weiß nicht, der Begriff. 1-1. Ein Punkt. Immerhin. Wahnsinn. Wir haben einen Punkt geholt und können zufrieden sein. Das sind wir natürlich, logischerweise. So, zwei Liga machen wir, ja, möchten wir. Neue Dauer, immer noch drei Spiele. Okay. Schade. Aber er hat ein Tor geschossen, immerhin. So, Malte Seufert, 4 Sterne. Enno Hübsch, E5 Sterne. So, und als nächstes spielen wir gegen Aarau, der sechste Platz. Wir werden ja Spieler fördern oder uns auf das nächste Spiel vorbereiten. Macht mehr Sinn und werden Konter trainieren. Macht auch Sinn für mich. So, wie sieht's denn eigentlich in der Kabine aus? Ja, Hesenius ist vollkommen inkompetent, Lager. Das könnte stimmen. Arnaud Colin, unser Rotkartentorjäger. Ja, schwierig. Wie sollst du da noch was hinkriegen? Gut, die sind halt sauer, weil ich ihre Freunde verkaufe. Aber Leute, ihr müsst das verstehen. Wir haben zu viele Leute, die nichts können. So, ich werde eine Krisensitzung abhalten. Ah ja. Die liegt noch nicht lange zurück. Ja, das ist so. Spielerbeziehungen sind ja ganz gut. Teamhierarchie wäre auch okay. Wir haben halt einfach zu viele ja, Anführer im Team. Das ist nie gut. Ja. Das passt schon so, genau. Ich wollte aber trotzdem nochmal zurückgehen. Da wollte ich noch hin. Ah, ich kann mit ihm gar nicht sprechen. Okay. Dann nicht. Wir werden wieder ausdauern. Wir werden. Muss ich mal überlegen. Hier ein bisschen Hit reinmachen. Und hier werden wir aktive Erholung machen. Und dann gucken wir mal, was passiert. So, die Berater melden sich wieder. Weiterbildung. Hotel Seedorf. Verhandlung, vertragsverlängerter wegen der Ausrüstung. 30.06.25. 640.000 Franken. Können wir da 680 haben, bitte? Oh, komm. Dann nehmen wir die 660.000 und unterschreiben das Ganze doch mal schön. Training war anstrengend. Ja, das ist so. Das sind Trainings immer. Eine Erkältung. 7 Tage fällt er aus. Eieieiei. So. Sind immer noch nicht das Beste, aber sehr defensiv. 1,1%, 34 ist okay.
Das machen wir so. Das ist okay. Unsere Spieler werden die Zielspieler hier nehmen. Gibt es denn was Schwaches hier? Nein, nicht wirklich. Brauchen wir also nicht. Ein ganz normales Spiel. Nein, ist es leider nicht. Die sind die Favoriten. Wir haben nichts zu verlieren. Wäre schön. Spiel ist ein Bonusspiel. Ist nicht richtig. Eure Eltern werden stolz auf euch sein. Das kannst du jedes Mal sagen. So, jetzt habt ihr aber spielfrei, wenn ihr das Ding gewinnt. So, holt uns einfach was. So, Angriff Aarau. Ich hab's gewusst. Wir werden untergehen. Oder so ähnlich. Sicher gefangen von Henri. Da sind die Fans da von Aarau. Das müssen sie auch. So. Abgefangen. Sehr schön. So, Weinhold gibt den Ball auf Wurm. Wurm gibt den Ball auf Shiram Badare und der macht das Tor für Rasant Lugano. Das heißt, wir führen schon mal 1 zu 0. Sehr schön. Und dann ist die Verletzung da. Wo ist er denn jetzt hin? Wo ist er denn jetzt hin? Ist eh schon Hüftprobleme. Jasper Amann. Das heißt, der Co-Trainer hat auch schon reagiert, wenn ich das richtig sehe. Ich sehe den Verletzten gar nicht. Wo ist denn der bitte? Ich lasse das mal so. Gehe jetzt mal hier rein. Eigentlich alles so, wie es sein soll. Passt schon, alles gut. So, Aarau greift an. Wir haben hinten unsere 4 Leute stehen. Der fünfte rückt gerade nach. Was war das für ein Bild? Habt ihr das gesehen? Er hat den Ball mit der Hacke weitergegeben und Heimal hat ihn dann mit dem Kopf zum 1 zu 1 reingemacht. Wahnsinn. Gibt Sachen, die willst du gar nicht sehen. Es steht 1 zu 1. Leute, wie wär's mal mit ein bisschen. Ja, das sagt noch nicht viel aus. Ist alles möglich. So, wir greifen gleich mal an. Da ist auch schon Benno Friedrichs mit dem Ball in die Mitte. War der Offside, aber knapp vorbei. Sammy Weinhold. Wäre schön gewesen. Hat aber nicht sein sollen. So, Aarau wieder mit dem Angriff. Der war hundertprozentig Offside. Geht aber nicht ins Aus. Schön abgefangen. Gabriel Gerhardt. Sehr schön. Wieder Aarau im Angriff. Nachdem sie uns den Ball abgenommen haben. Ja, direkter Schuss und wir haben geklärt auf Kosten einer Ecke. Die Fans jubeln und schreien, können sie ruhig. So, es gibt Einwurf für Aarau. Besson, Bettier und das Ding ist drin. Vincente Berthier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. 15 Minuten noch. Das wird das kürzeste Let's Play nach der Demo sein. Gehalten. Guillaume Henry. Ja, aber es soll ja nicht einfach sein. Es soll ja nicht einfach sein. Wir werden das Beste draus machen. Ach, was für ein Tor. Können das unsere Leute auch? Wieder der Vincente Berthier. Expected Goals 0,28. Okay. So, wir dürfen auch noch mal. Ja, war gar nicht mal so schlecht. Nico Bergmann. Einfach mal hier aus, was waren es? 18 Meter. Das Ding versenkt. Sehr schön. Steht nur noch 2 zu 3. So, jetzt haben die auch einen Freistoß. Dann schnappt sich das Leder Besson. Hopp, Aarau, Aarau. Tschüss, Aarau, Aarau. So, Eckball für Lugano.
Und der Ball ist drin. Guido Haider macht das 3:3 nach einem Standard. Sehr schön. Guido Haider wird vom Team für seinen Treffer gefeiert. Ja, den habt ihr euch verdient. Den habt ihr euch echt verdient. Gelbe Karte für Sammy Weinhold. Wegen einem angeblichen Foulspiel. Jetzt ist es aus und wir haben wieder mal unentschieden gespielt. Aber das war eine schöne Leistung. Wir haben einfach mal einen Rückstand aufgeholt. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja, das kannst du laut sagen. Ihr könnt ja unten noch lesen, was da so abgegangen ist. Das ist recht interessant. Ja. Ja, passt. Was soll man da tun? Das ist eine gute Frage. Stufenaufstieg. Es gibt Bonus. 2 Aktionspunkte erhalten. Manager Upgrade. Motivation endet nach 2 Niederlagen. Okay. Dann können wir jetzt noch einen Spieler nehmen und diesen Spieler zusätzlich boosten. Dann nehmen wir doch ihn hier. Spieler zusätzlichen Boost von 10%. Jawohl, möchte ich gerne. Und weiter geht's. Dann haben wir den Spezialbonus. Für Ihren besonderen Einsatz erhalten Sie eine Bonusfähigkeit oder können Ihre Schwächen beseitigen. Was haben wir denn hier? Ihre rhetorischen Fähigkeiten verbessern sich. Ihnen steht mehr Zeit zur Verfügung. Cool. Ah, das heißt, ich kann hier gar nichts auswählen, oder? Ah, doch, kann ich schon. Okay. Nämlich, Sie haben den Bereich Fitness. Okay, neue Kenntnisse. Dann haben, ja, die Trainingsarbeit wird um 5% effektiver. Sie können die Taktiken 5% effektiver vermitteln. Ich würde sagen, das macht sogar Sinn. Das macht nicht unbedingt Sinn, oder? Fitness, neue Kenntnisse erhalten? Nein. Hier bei Verhandlungen könnten Ihnen... Nein. Das auch nicht. Sie können pro Saison eine zusätzlich glaubwürdige, dies ist ein wichtiges Spielansprache halten. Nein. Ich nehme das hier mit der Trainingsarbeit. Die wird nämlich um 5% effektiver und das finde ich gut. So. Ihre Mitarbeiter gehen Terminen nach zu Kader verbessern. Ja, dafür bräuchte man halt Geld. Und Geld ist das, was wir nicht haben. Deswegen Spielerförderung. Machen wir mal. So. Defensiv mit langen Bällen. Ihr seht hier ungefähr, was wir hier haben. Das können wir 100 von 100, also von der Effektivität her. Bus vor dem Tor parken können wir nur 26, ist klar. Was man mehr spielt, kann man auch mehr. Wenn wir hier runtergehen, kontrollierte Offensive 57, kurze Pässe 35. Ja, da können wir halt noch nicht wirklich viel machen, das ist so. Und Vollattacke 27, also eigentlich können wir momentan nur Spiel zerstören und direkte Pässe spielen. Das macht auch am meisten Sinn. Teamgeist, ja, ein Haufen Individualisten, das passt sogar. Was habe ich denn hier bei Persönliches noch? Sportlich, ja, Spenden könnte ich. Will ich das? Nö. Ich will ein Gespräch vereinbaren mit dem Präsidium und will Ihnen mal sagen, dass ich irgendwas tun kann, möchte. Das könnten wir tun. Mein Vertrag läuft bis 25, okay. Potenzielle Interessenten. Ja, ist klar. Erste Liga Dänemark. Rostock, echt jetzt? Magdeburg. Wie sieht es denn in der Schweiz aus? In der Schweiz, Zürich und Oschi, okay. Zürich wäre auch noch lustig. Das machen wir aber nicht. Ich bin auch bereit, einen kleinen Verein zu übernehmen. Meldet euch einfach, ihr hoffnungslosen Fan. Genau. Ich bin glücklich bei meinem Verein und möchte keine Angebote. Rufen Sie mich nicht an. Nein, das kann man so nicht sagen. Kann ich das Fenster jetzt wieder schließen, ohne dass ich irgendwas mache?
Persönliche Präsentation erstellen ist auch geil. Nein, nein, passt schon. Alles gut. So, Privatleben. Ja, haben wir das? Hammer. So. King's Castle sollte da aber nicht stehen. Name Anwesen auf dem Schild. Kultisten Cave, das soll es heißen. So, Achtung vor dem. Ja, ich glaube, das passt nicht hin, was ich da hinschreiben will. Achtung vor Cthulhu. Ja, schön. Da kommt wieder das Kind durch. So, Stofftier in der Tasche, das ist genau das. Sport treiben wollen wir zweimal die Woche automatisch. Weiterbildung auch gerne zweimal die Woche. Und ja, wenn ich jetzt eine Party mache, dann ist es vorbei. Sportlich, wie gesagt, ja, die Spieler sind halt mein Problem. Aber jeder Trainer ist so oder geht unter mit dem Verein, mit den Spielern. So, das war's dann. So, 13 Tage Gespräch vereinbaren. Dann haben wir 10 Tage, 10 Tage. Ihn können wir auch nochmal sehen. Sehr schön. Dass die wenigstens merken, ich kümmere mich um die Leute. Ihn können wir auch nochmal sehen. So, dann haben wir den ganzen Tag hier im Krankenhaus verbracht, wollte ich schon sagen. Das ist doch schön. Sport treiben, Sprache lernen. Habe ich nicht gesagt, ich möchte zweimal die Woche Sport? Oder waren das echt nur 2 Stunden? Das muss ich gerade nochmal schauen. Sportliches, la la la. So. Automatisch zweimal die Woche, ja. Das ist genau das. Und auch hier. Nein, Sprache lernen braucht man eigentlich gar nicht. Deutsch, Englisch habe ich jetzt hier gesagt. Und ja, ihr könnt es lesen. Papiamento, ich weiß gar nicht, ob das Italienisch ist, aber ist auch egal. So, allgemeine Taktik, das ist auch erstmal in Ordnung. Haben wir eigentlich alles getan, was wir wollen? Jugendspieler holen. Ja, weiß nicht. Nicht das, was ich gerne sehen möchte. So, hier gibt es wieder unsere aktive Erholung. Machen wir dann unseren Ausdauerlauf. Ihr kennt das ja. Und hier machen wir unseren Hit. Das ist auch schön. Kann so bleiben. So, dann mache ich das Spiel noch fertig. So, kann ich noch irgendwas sagen? Nein, ich mache da gar nichts draus. Passt. Bam, hat's gemacht. Bam, bam, bam. Diddle-dum-diddle-dai ist dann noch ein Platzerl frei, wie man so schön sagt. Und deswegen werden wir jetzt einfach gute Besserung wünschen. Hier auch gute Besserung. Mehr wollte ich ja nicht sagen. Hier auch. 8 Tage bis zum Deadline Day. Weiterbildung. Alles da und gleich geht's los und dann wird nämlich gespielt und vielleicht gewinnen wir hier noch was. Vielleicht gewinnen wir ja noch einen Blumentopf. Schön, das minutiöse Protokoll der Ereignisse nur bei uns. Also bei Arau scheint es auch nicht rund zu gehen. Das heißt, ja. Wir gehen aber jetzt mal nach Thun. Die sind voll des Siegeswillens, erster Platz. Das heißt, da werden wir nicht viel holen. Wir spielen Spiel zerstören, spielen äußerst defensiv, würde ich sagen. Neutral bringt hier gar nichts.
Ja, der Rest passt. Das ist ein wichtiges Spiel heute, das ist so. Bald kann ich nichts mehr sagen. Aber ja, schauen wir mal. 20 Minuten schon mal rum, Allee Lugano, das ist schon mal schön. Die Fans sind wenigstens da. So, es gibt eine gelbe Karte für Amadeus Rosner und das der erste Angriff nach knapp einer halben Stunde für Thun. Der läuft einfach durch die Mitte durch und zieht vorbei, der Michel Exner. 1,2 Meter vorbeigeschossen. Dann gibt es die gelbe Karte für Diego Bernard. Erste Halbzeit rum. 0 zu 0 haben wir gut gemacht, haben wir uns echt gut geschlagen. Können wir direkt so weitermachen, würde ich sagen. Wieder Thun im Angriff. Ich glaube ja nicht, dass wir das Spiel gewinnen werden. Unentschieden wäre schön. Aber Thun ist Erster. Das ist nicht ganz so einfach. Und da ist er auch schon drin. Rolf Blechschmidt macht das 1 zu 0. Hat sein sechstes Tor gemacht. Wahnsinn. Pascal Fels mit der gelben Karte. So, wir greifen mal an. Warum nicht? Wir können das auch. Schöner Ball auf Bergmann. Bergmann schaut, zieht ab und dann geht das Ding an den Pfosten. Der Leon Schnitzer hat den Ball an den Pfosten gelenkt. Und das war's dann. Wir kriegen den Eckball. Schauen wir mal, was der Haider macht. Guido Haider mit dem Ball in die Mitte. Kopfball und da stand einer am Pfosten, nämlich der Maitre oder Maitre. Könnte auch Maitre heißen. So, da ist nochmal Thun. Da hat er ihn umgelegt. Samadi hat ihn einfach mal umgelegt, den Kiefer. Samadi kriegt die gelbe Karte. Wahnsinn. So, da ist der Freistoß. Der war aber knapp. Knapp, knapp, knapp. Eckball. Wieder gehalten. Henri. Henri Guillaume. Wieder Eckball. Jetzt lassen sie uns nicht in Ruhe. Das war eine flache Hereingabe. Dann kommt der Pass in die Mitte und dann kommt Kojadinovic mit dem Ball. Der geht 7,5 Meter vorbei. Also Richtung Bratwurststand. So, nochmal Thun. So, Leute, ihr seid gut dabei. Ihr macht das gar nicht so schlecht. Ball nach links außen. Ball kommt in die Mitte und da ist das Ding drin. Wieder Maitre. Boris Maitre. Mit dem 2 zu 0 für Thun. Und Thun lässt nicht locker. Nochmal Thun. Ei, knapp über das Tor. Einer wäre noch schön. Ein Tor wäre schön. Zwei wären natürlich besser. Ui, ein schöner Ball. Hoch rein. Und da war er wieder da, der Schnitzer. Der erlaubt sich keinen. Er heißt nur so. Wahnsinn. Da ist Thun wieder im Angriff. Normalerweise gehen solche Bälle ins Aus. Ball in die Mitte reingegeben. Und da steht Täuber. Der macht das Ding 3 zu 0 für Thun. Wir haben keine Chance. Wir haben keine Chance. Guido Haider, gelbe Karte. Thun stand uff. Gelb-rote Karte, Pascal Fels. Ich habe es mir gedacht, warum auch nicht. Komm, da braucht man nicht mehr viel beachten. Da wird einfach das Spiel zu Ende sein und dann, tja, ist es dann wohl auch geschafft. Thun ist Erster, wir sind Neunter. Niederlage. Fliegen wir bald aus dem Verein? Möglich ist alles, man weiß es nicht, aber das sehen wir dann wahrscheinlich das nächste Mal. Ich würde sagen, ich gehe noch einen Screen weiter, werde jetzt speichern und werde mich erstmal wieder von euch verabschieden. Wir sehen uns die Tage wieder und ja, gebt mal wieder eure Kommentare ab. Ich freue mich über Tipps, Tricks und ja, wenn du nichts kaufen kannst, kannst du nichts kaufen, dann musst du aus der Mannschaft das Beste machen. So ist das, oder? Wir sehen uns. Also, macht's gut. Ciao, ciao.